Naja, das ist ja wirklich unglaublich. Diese Kinder heutzutage können sich überhaupt nicht mal selbst beschäftigen. Auch meiner schon. Jonas, rutschen! Wow, Sie haben Ihren Jungen aber ganz schön im Griff. Oh, passen Sie mal auf, es geht doch ganz anders. Jonas, Buddel im Sand! Gut, und jetzt Berg! Sandburg! Busenwunder! Ich kann ihn so auch direkt spielerisch aufklären, wissen Sie? Ja, verstehe. Aber sagen Sie, diese ewige Rumkommandiererei, belastet das den Kleinen nicht? Nein, mein Kind ist total glücklich. Mhm. Jonas, lächel! Außerdem ist er anderen Kindern auch schon weit voraus. Er kann zum Beispiel schon Fahrrad fahren. Jonas, fahr Fahrrad! Nein, Jonas! Nicht hinfallen! Nicht hinfallen! Nicht bluten, Jonas! Nicht bluten! Naja, das klingt ja alles ganz toll, aber manchmal komme ich selbst mit meinen Erziehungsmethoden nicht weiter. Ich verstehe, Sie meinen, er wehrt sich manchmal. Nein, der doch nicht. Aber mein Stefan, der pinkelt immer noch im Stehen. Sitz, Stefan, sitz. Das ist ja wohl das Mindeste. Caroline, du kannst mich mal. Ich gucke mir jetzt das noch ein, zwei Wochen an und wenn es dann nicht besser wird, dann lasse ich ihn einschläfern.